Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und es wird Zeit, wieder sich zu gruseln. Und zwar in der dritten Folge von Don't Knock Twice. Diesmal mit meiner wunderschönen und tapferen Freundin, die mich wie immer versucht, mir das Höschen trocken zu machen. Ach, dieses Spiel macht mich verrückt und ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Nach dem Intro geht's los. Willkommen zurück bei, wie heißt es, Don't Knock Twice? Es ist peinlich. Zum ersten Mal mit einer hübschen Dame auf dem anderen Ende. Sagt man das auf dem anderen Ende? Am anderen Ende? Ich möchte nicht ablenken, dass ich nervös bin, aber jetzt bin ich noch mehr nervös. Oh, guck mal, eine Spinne. Ja, sie wird mir ein bisschen Unterstützung leisten. Zuerst war es der Manu, dann der Philipp. Und jetzt... die wunderschöne Steffi. Mal gucken, wer mehr schreit. Vor allem, wer am Ende dann männlicher ist. Ich. Okay, wir sind letztes Mal hier dieses Teil hochgegangen. Und haben irgendwie... Ich hab schon wieder alles vergessen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall müssen wir wahrscheinlich hier lang. Haben wir hier aufgehört? Ich weiß gar nicht. Joch. Hör auf! Doch, hier waren wir schon mal. Hier waren wir. Das habe ich doch auch gelesen. Ja, wegen Baba Yaga, Halskette, etc. Negligé. Negligé. Genau, dann haben wir die Äxte gehabt als Waffeln. Dann gehen wir jetzt einfach hier nochmal jetzt hier diese Henkel abschlagen, dass die blöde Olle nicht irgendwie auf die Idee kommt. Oh Scheiße, jetzt kriege ich die Tür nicht mehr auf. Ah doch. Das wäre blöd. So. Nö, ich habe keine Angst. Nö, ich gehe jetzt einfach rein. Ich habe eine Axt. Dann wird gar nichts. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, wo ich lang muss. Auch irgendwie die Orientierung wahnsinnig verloren. Ich laufe jetzt einfach mal. Ja, so Musik gibt's halt leider nicht. Das ist so... ruhig alles. Soll ich singen? Ja, sing mal ein bisschen für mich. Derweil mache ich hier schön die Türhenkel kaputt. Guck mal in den Spiegel. Nein. Hier waren wir ja auch. She is mine. Wie nett. Also irgendwie, wie war denn das nochmal? Wir müssen ja ein Ritual machen, starten, wie auch immer. 3 haben wir von 5. Der Teddy. Oder was das sein soll. Ein Kelch. Und die Halskette. Oh, ich dachte gerade, die wäre echt. Oh Gott! Oh Gott. Du atmest mir ein bisschen zu laut. Entschuldigung. Ganz ruhig, Bücher. Ruhig im Auge. Wissen ist Macht. Oh, muss ich am Rad drehen? Ne, da am Rad haben wir schon gedreht. Da war der Kelch drin. Olaf macht auch nichts. Da muss ich wahrscheinlich jetzt in die andere Region. Irgendwie hatten wir doch, Indizien, wo was ist. Es gab mal eine Karte, glaube ich, irgendwo. Bin mir nicht sicher. Da geht's raus.
Jo. Ganz ruhig hier. Was? Was hast du gesehen? Hey, du bist da, um mich zu unterstützen, ja? Auf jeden Fall. Aber dein Puls ist eigentlich ruhig. Ja, noch. Kaum dramatische Musik. Matroschka. Keine Ahnung, was die bringen, aber ich mach das immer. Nee, hier warten wir. Hör zu. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, wo lang. Man muss jetzt mal schauen. Also irgendwo muss es ja weitergehen. Immerhin haben wir jetzt Musik. Eigentlich ist das schlecht. Wenn Musik kommt, dann heißt es, ich bin richtig. Ich? Ich glaube schon. Oh, noch mehr Musik. Oh Mann, die Axt, ey. Oh, was? Das war doch die Tür, oder nicht? Ja, sei ruhig, ich bin paranoid. Scheiße. Karton, das man nicht auspacken kann. Ich mag Kartons nicht, die man auspacken kann. Nicht auspacken kann. Okay, gönnen wir der Hand mal kurz eine Pause. Achso, ich muss gar nicht draufbleiben. Was? Ich muss sonst immer draufbleiben. Das ist ja... Next Level. Ach, die muss ich auch nicht festhalten. Ja, dann ist easy. Easy. Okay. Joch. Ganz ruhig, Lampe. Ich gehe jetzt einfach in allen Räumen rein, die möglich sind. Die Musik wird immer dramatischer. Ja, hier waren wir schon mal. Ja, hier waren wir letztes Mal. Da ist auch die Landkarte. Um zu gucken, was als nächstes dran ist. Ja. Ich verstehe. Es sind 5 Räume. In jedem Raum ist eine Aufgabe. Hier. Keine Ahnung. Dann richtig ausrasten hier. Geh weg. Was ist jetzt los? Oh. Okay, ich bin gebuggt. Du kommst klar? Ich weiß es nicht. Oh, das muss ich kaputt schlagen. Matroschka, ich komme. Ich rette dich. Oh Gott. Nein. Easy. Von wo kam das jetzt? Wir gehen noch mal zurück. Ach, das da. Nee, das glaube ich nicht. Rex Armor. Ja, ich muss zurück. Hier bin ich hängen geblieben gerade. Nee, da bist du doch reingekommen. Ja, aber ich bin gerade hängen geblieben. So, ich mache jetzt einfach echt alle Türen auf, ist mir egal.
Okay, hier war ich noch nicht. Jetzt geht's los. Wir haben jetzt knapp 10 Minuten mit sinnlosen Rumlaufen verschwendet. Okay. Es war alles chillig. Jetzt gehen wir rein. Ich habe eine Axt und eine Kerze und du bist da. Und gucken wir uns noch ein bisschen außen rum. Los geht's jetzt. Runter. Okay. Da liegt was. Ah! Von Generation zu Generation wurde diese Geschichte Kindern erzählt, die sich in den Wäldern zu weit von ihren Müttern entfernten. Die Erzählungen besagten, dass solche Kinder sich verlaufen würden, bis sie auf ein Haus trafen, dessen Tür von einer gehörnten Ziege bewacht wird. Die Ziege führte das Kind hinein und das Kind wird nie wieder gesehen. Eine alte Frau wandert durch den Wald und deutet Kindern den Weg zu dem Haus. Die Geschichten unterscheiden sich häufig in den Erzählungen, jedoch wird die Ziege in allen erwähnt. Okay. Nett. Sehr nett. Gehen wir auf die Suche? Oh nein. Oh, da geht's runter. Uwa! 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 Okay, das erste Mal war witzig. Das zweite Mal auch. Aber noch dreimal? Ich höre die ganze Zeit irgendetwas. Muss ich den anmachen, glaube ich. Ja. Was ist das? Ein Generator. Beste. Oh, oh, ein V8-Motor. Rum, rum. Aha, okay, I see. Was ist krank? Was ist krank? Ja. Lass mich kurz die Brille nochmal putzen. Nein. Doch, das beschlägt so arg. Okay, die Sicht ist frei. Desto mehr ich sehe, desto mehr habe ich Schiss. Produktivität. Effizienz. Kreditwürdigkeit. Irgendwelche Wörter, die mich beruhigen. Generalschlüssel. Roschka! Oh, siehst du das? Mhm. Oh, ja doch. In echt nicht, aber... Oh, das heißt, die Spiegel werden doch irgendwann mal eine Bedeutung haben. Weil in der ganzen Wohnung sind Spiegel verteilt. Teddy? Brauche ich nicht. Chloe. Vorderseite. Chloe spielt mit einem Diadem. Rückseite. Wühle die Steine auf, um ihr verfaultes Fleisch ans Licht zu bringen. Wühle die Steine auf, um ihr verfaultes Fleisch ans Licht zu bringen. Okay. Steine aufwühlen. Oh nee. Da liegen Steine. Ich dachte, das wäre eine Leiche. Ah. Guck mal, das gleiche Zeichen. Ja, genau. Da! Jetzt wohne ich wunderschön. Eine wunderschöne. Gib mir meine Axt. Der Ton wird. Ja, du musst doch die Wand bestimmen. Oh! Oh! Oh!
Ist er vorher nicht da? Also du sagst, ich soll da durch die... Hör auf zu weinen! Wer weint denn? Hörst du es nicht? Ach, tu mal nicht so. Da weint ein kleines Mädchen. Nee, das höre ich wirklich nicht. Nee, ich glaub doch nicht. Ja, da weint ein kleines Kind oder so. Jetzt habe ich es gehört. Da war ein Kind im Käfig drin. Mhm. Okay. Witzig. Hahaha. Oh. Ball? Boah, fuck, this woman hört gar nicht mehr auf. Boah, scheiße, es ist laut. Okay. Rein da jetzt. Bist echt noch tiefenentspannt, gell? 88. Dein Puls. Ja, okay, und jetzt? Okay. Mal kurz logisch denken. Basement waren wir jetzt. Hör auf. Kitchen waren wir. Hör auf, habe ich gesagt. Drawing Room waren wir, glaube ich, noch nicht. Games Room bin ich gerade. Ich hab keine Ahnung. Okay. Boah, Mann. Diese Spannung. Juch. Das haben wir schon gelesen letztes Mal. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte einen Klempner rufen. Machen Klempner auch Heizungen? Ja. Okay. Staubsauger! Okay, okay. Da ist noch eine Tür. Stück muss noch finden. Wo stand das? Das erscheint hier dann. Ach so. Mhm. 9 von 13 hast du. Oha, ich bin richtig gut. Me and Baby Chloe, happy times. Die richtige Notiz hilft dir, den Geist des Dieners zu finden. The right note is the key to find the spirit of the servant. The right note. Geh weg jetzt da, verdammt nochmal. Then a child goes missing. Playroom, ist das vielleicht der Playroom? Was stand da jetzt? Die richtige Notiz? Ja, die richtige Notiz wird dich quasi zu dem Diener bringen. Wahrscheinlich der Kontaktmann zur Baba Yaga. Aber bestimmt doch in dem Raum jetzt, oder? Ja, ich denke auch. Da geht's nicht weiter, weil die Küche ist vollgemüllt. Was
jetzt los? Hey. Was ist los? Ich drehe mich automatisch. Yeah. Das ist sehr merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Fehler ist oder ob jemand hier ein Spielchen mit mir treiben möchte. Sehr merkwürdig. Ich gehe nochmal nach oben. Oh Gott! Oh, okay. Ich erinnere mich. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Jetzt dünkt es mir. Holy moly, Macaroni. Ganz ruhig. Ich will nur ein bisschen baden in dieser komischen Scheißsülze. Da ist der Matroschka. Ja. Ganz ruhig. Keine Jumpscares. Oh Mann, meine Lampe ist aus. Hallo? Bleib da, bleib da. Oh Gott! Wie süß, Händchen halten! Ben und Jessica Verlobung. Dampf offenbart die Geheimnisse der Luft. Oh nein! Weißt du was? Was jetzt kommt? Was erzeugt Dampf? War das jetzt eine Fangfrage? Dreh doch mal das Wasser auf. Oh. Ja, genau. Das ist. Okay. Oh, und der Spiegel. Oh, die Badewanne sieht aber ein bisschen kacke aus. Okay. Vielleicht erscheint ja durch den Dampf was auf dem Spiegel. Richtig. Das ist Sinn der Sache. 4862. Die 862. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch mehr passiert. Kann man hier was machen? Nein. Nee, ich glaube, das ist alles. 4862. Das ist die Ziffer für den Safe. Methadon. Die Tabletten in mindestens 300 ml Wasser, Orangensaft oder andere Kupfer, das sofort austrinken. Kennt man ja. Orangensaft. 4862. Oder? Ja. Okay. Hier 8 6 2. Was ist das? Fuck, hab ich mich gerade erschrocken. Alter Schwede, ist das deine Ernte? Das kannst du doch nicht machen! Alter! Verlobungsring. Oh Gott! Achso, da war ein Kabel. Wie viele Sachen haben dir fürs Ritual gefehlt? Zwei. Wir haben jetzt alle. Mhm. Oh Mann, nicht die schon wieder! Du hast sie alle schon.
Du musst gehen, jetzt. Ich glaube, es will dich hogen. Danke. Super. Wohin? Zum Ritual wahrscheinlich. Mhm. Oh fuck, ey. Kann man speichern? Nein. Wo war denn der Raum nochmal? Ja. Ich war jetzt noch nicht so oft bei dem Spiel dabei. Ich auch nicht. Nein. Nee. Aber hast du die ekligen Hände gesehen? Die waren nicht mal eingecremt. Kannst du doch nicht machen. Hände muss man pflegen. Undenkbar für so ein Bodylotion. Ja. Mhm. Sind wir noch da? Es brennt. Was brennt, ist immer gut. Ganze Hütte abbrennen. Auch kein Schwein. Ist viel zu große Hütte. Und schmutzig. Oh! Ah. Oh ja! Und die Feuerwehr! Ui! Eine Tür! Oh krass! Da ist eine Ziege dran, hast du gesehen? Ja. Eine Zicke. Eine Ziege. Klopf mal. Ich wollte eigentlich nur einmal klopfen, aber auch egal. Nur weil das Spiel heißt Don't Knock Twice. Wow. Wo ist meine Axt? Scheiße, wo ist meine Taschenlampe? Oh, krass. Ich brauche eine Waffel. Eine Waffe? Okay. Oh, willkommen in Baba Yagas Welt. Mit der Zeit begann die Frau zu fürchten, dass Baba Yaga irgendwann auch ihr Kind holen würde, sollte eines Tages kein Opfer mehr zu finden sein. Um das eigene Kind vor dem Pakt zu schützen, nahm sie sich das Leben, hoffend, dass die dämonische Hexe die Welt nimmermehr betreten würde. Der Fluch wurde jedoch nicht damit gebrochen, sondern fuhr auf das Kind hinüber, welches gezwungen war, der neuen Diener der Hexe zu sein. Da steht eine Kerze. Ja, ein Flammenwerfer. Gott mal. Also. Die beste Waffe gegen Hexen ist Feuer. Und was ist besser als Feuer? Ein Flammenwerfer aus dem Deo-Spray. Mega. Das erinnert mich an die Spinne am Auto. Oh ja. So werde ich sie abfackeln. Ist nett hier. Gemütlich. Run. Sehr gemütlich. Ich fühle mich wie zu Hause. Schaukelpferd. Bin leider zu groß. Kann nicht drauf schaukeln. Oh Mann, ey. Ich seh's kommen. Und dann kommt Baba Yaga und ich wollte schon sagen, Akku ist leer. Irgendwelche schiefen Geräusche kommen da im Hintergrund. Hallo? Sind wir zu Hause? Ich hoffe nicht. Was ist das? Was ist das? Lebt das Teil? Blatt im Winde. Okay. Hey. Noch ein Flammenwerfer. Und was ist besser als ein Flammenwerfer? Zwei Flammenwerfer. Scheiße, ich komm nicht hin. Ich komm nicht hin. Oh Mann. Zieh mal an dem Seil. Geht nicht? Geht nicht, nee. Da ist jemand. Naja, da war jemand. Ein Kind. Hallo? Oh Mann. Alles okay?
Was? Was scheiße, warum schrei ich? Das ist doch nur eine Falle! Weg, du blöde Hunde! Warum kannst du nicht schneller rennen? Lauf! Ist das alles, was du hast? Mehr nicht, doch! Ja, ich komm doch! Die steht da vorne und wartet auf dich. Ja! Geh weg! Geh weg! Oh Mann, ich hasse es, wenn die... Geh weg! Komm, nimm die Beine in die Hand! Was ist nicht dein Ernst? Nee, oder? Oh nein! Töte sie! Ja, gib mir vor... Oh. Du bist im Käfig? I see. Warum bist du im Käfig? Geh weg, sagte ich! Du kriegst nicht meine Jungfräulichkeit! Nein, sag, oh Gott! Okay, ich tue alles, was du willst! Nicht! Du bist mein! Sorry! Die steht auf mich! Wow! Das war's! Das war... Don't Knock Twice! Ja, habe ich aber jetzt gewonnen oder habe ich jetzt verloren? Also, manche könnten jetzt sagen, ich habe gewonnen. Ich werde nie mehr da alleine sein. Gut gemacht. Danke. Wie war mein Spitzenpuls? 113, glaube ich. Ich konnte da nicht weggucken. Scheiße. 113. Ich glaube. Das bedeutet, ab zum nächsten Horrorspiel. Mit dir dabei, oder? Alleine ja. Mache ich das nicht mehr. Sehr gut. Don't Knock Twice ist vorbei. Wir haben es geschafft, zusammen mit meiner Freundin, die mich tatkräftig unterstützt hat. Und ich bin irgendwie auch froh. Nicht froh bin ich, dass es nur eine Handvoll anderen Horrorspielen gibt. Aber... Don't Knock Twice war was Besonderes. Es war gruselig, es sah gut aus und es gab viel zu lachen. Mehr oder weniger. Bis zum nächsten Mal, euer Nerd Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.